Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute habe ich mal wieder ein bisschen was anderes für euch, und zwar eine Scary Compilation. People are insane. Da werden wir Leute sehen, die ziemlich krassen Scheiß machen, den ich persönlich mich nicht trauen würde. Ich würde gerne noch ein bisschen leben, aber die scheinbar, denen ist das egal, oder die haben einfach keine Angst oder so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal rein ins Video, würde ich sagen. Ist am 27.12. hochgeladen. Fast 1000 Aufrufe, noch nicht ganz. Und man soll im Fullscreen gucken. Ah ne, man soll nicht im Fullscreen gucken, weil man dann in die Hose macht. Freunde, ich habe extra eine Hose heute ausnahmsweise mal angezogen. Wir machen uns da rein. Gucken wir uns mal an. Ja, der klettert ein bisschen auf dem Kran rum. Ohne Sicherung natürlich. Also an sich, ich mach mal ein bisschen leiser. Hälfte reicht. An sich, die Abstände da sind ja genauso wie wenn du auf dem Boden bist, mehr oder weniger. Und da würdest du es ja auch easy schaffen. Aber die Sache ist halt, du bist ja fucking in der Höhe. Wenn du abrutscht, runterfällst oder was weiß ich, ist halt sehr wahrscheinlich vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das da machen würde. Auch das! Im Prinzip ist es ja nichts anderes, als wenn du dich an so eine Stange hängst, irgendwie auf dem Spielplatz. Außer, dass es halt fucking hoch ist. Hier nochmal andere Kameraperspektive. Ich würde nicht mal die Aktion machen, die der Kameramann dahinter macht. Und er übertreibt einfach komplett. Und hat sehr hohes Vertrauen in die Kletterhaken. Ne? Auch da, wie gesagt, ich würde mich nicht dahinsetzen, aber... Okay, jeder wie er will, ne? Kranker Scheiß, was die da machen, auf jeden Fall. Okay, was kommt hier? Okay, das ist irgendein Dach. Das ist jetzt nicht so krank, auf dem Dach rumzuklettern. Oh, okay, ich weiß, was die machen. Ja, das ist natürlich dann schon wieder komplett verrückt, Freunde. Hat gerade eine neue Dimension angenommen. Alleine, man muss sich ja mal überlegen, ne? Da sind ja schon mehrfach Menschen gestorben, weil Problem, Brücken und so sind ja auf die Höhe der Züge durchaus auch angelegt teilweise. Also, dass die halt dann nur, wenn der Zug, ich weiß nicht, wie hoch so ein Zug ist, sage ich mal 4 Meter, wenn der Zug 4 Meter hoch ist, dann ist die Brücke vielleicht nur 4,30 oder so. Und dich dann noch dazwischen zu quetschen, viel Spaß. Und dann da noch zu laufen. Puh. Ich habe gerade kurz gedacht, an sich ja auch nichts anderes als im Waggon zu laufen. Aber der Fahrtwind kommt ja noch dazu. Puh. Da sieht man es auch, die haben da nicht viel Platz, auf jeden Fall. Weil die halt, wie gesagt, ne, wenn das Ding 4 Meter ist, sind die auf 4,30 oder so angelegt. Wenn überhaupt. Und die Polizei denkt sich auch nur so, what the fuck? Wie hauen die jetzt ab, mal Interesse halber? Andere Seite. Voll klug von denen. Und dann schnell wegrennen. Ah, ärgerlich. Oh, das geht zu der Richtung. Hoffen, dass eine Bahn kommt oder so. Wohin hauen die ab? Andere Seite vom Bahnsteig. Da ist halt nichts eigentlich.
Okay, man sieht nicht, wohin die abgehauen sind. Da wieder irgend so ein Dach, wo halt einfach die Höhe ist abnormal. Was macht er jetzt? Alter, ich hätte so Angst, da abzurutschen. Er rutschte einfach runter. Ist das ein Security-Typ da unten gewesen? Ja, das ist ein Security-Typ. Okay. Der sagt auch wahrscheinlich, was ist mit dir, Junge? Also wahrscheinlich nicht, weil das sieht nicht nach Deutschland aus. Also die Schilder da im Hintergrund und so sahen nicht nach Deutschland aus. Das hier finde ich jetzt ungefährlicher als das gerade mit dem, wo der da gerannt ist. Jetzt steht er einfach auf und rennt los. Alter. Da auch wieder, ey. Du kannst so easy kurz die Haltung verlieren. Ciao, Kakao. Also auf keinen Fall nachmachen, Freunde, ne? Das sollte, denke ich, eh klar sein, aber man weiß ja nie, auf was für Ideen hier so kommen. Alter, nein! Bruder! Hat nicht gereicht, dass du übers Gelände gegangen bist? Bruder, was ist mit dir? Hör doch auf, sowas zu machen! Oh, was ist mit dem Fall? Dup, dup, dup. Was geht mit dem einfach, ey? Huiuiuiui. Auch mit dem oder der, man sieht's nicht ganz. Ich glaube aber, ist ein Typ. Auf den Kran daneben gehen können. Absolut krank. Also macht sowas wirklich nicht nach, ey. Und sowas auch nicht. Alter Schwede, also da waren ein paar kranke Sachen dabei. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwelche anderen Videoideen habt, schreibt ihr auch gerne in die Kommentare, was ich mir mal angucken soll oder was ich mal machen soll vielleicht auch. Also ich werde jetzt nicht so eine Scary Compilation selber erstellen. Scary Hates oder wie man das auch immer nennen will. Aber falls ihr irgendeine Idee habt, schreibt ihr gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über Input allgemein von euch zu irgendwelchen Themen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.